Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yes Leute, hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist Samstag und wir machen heute einen Ausflug in den Tierpark. Genau. Mit Alia das erste Mal. Wir fahren mit meiner Freundin, also mit Adams Cousine und ihrem Mann und der Tochter. Wir hatten das nämlich geplant und haben uns auch gefragt und wir haben uns gerne angeschlossen. Natürlich. Genau, mal schauen, wie es wird. Ich hoffe, Alia freut sich. Das hoffe ich auch, Leute. Und eigentlich hat er dann was anderes vor. So was ist ja ganz schön eigentlich für Kinder. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Ich wollte das Auto reparieren. Wir wollten halt unsere Autos reparieren, ne, mit meinem Bruder. Und dann kam Rabi an und hat gesagt, ja, ist mein Zoo. Und als guter Tierpark. Familienvater hat er natürlich gesagt, ja. Ja, aber Geschichte. Ich gehe auf jeden Fall nachher nochmal hin, weil mein Bruder hat schon angefangen bei ihm, bei seinem Auto. Und dann sehen wir weiter, ne. Ich packe jetzt gleich nochmal so eine Snackbox und so ein. Und all die ganzen Sachen. Und dann geht's los. Mhm. Viel Spaß beim Zuschauen. Und lasst gerne ein Abo, ein Like und ein Kommentar. Auf jeden Fall, Leute. Ich bin gerade aufgestanden. Ich hatte Nachtschicht. Und er hat noch nicht seine Beauty-Routine. Nee, hat es nicht. Also, let's go. So, Leute. Ich packe jetzt noch schnell ein paar Snacks für Alia ein. Ich packe auf jeden Fall Erdbeeren ein und Maisflips. Sie ist verrückt nach Maisflips. Und ja, vielleicht noch Kekse oder so. Ich habe hier so ein Turm quasi, hat man so drei verschiedene Fächer und die werde ich jetzt schnell befüllen. Leute, der Ausflug hat sich auf jeden Fall auch ganz spontan ergeben, weil es Alia eigentlich gar nicht so gut geht. Sie ist, glaube ich, am Zahn und dachte mir, der Ausflug tut ihr bestimmt gut. Wir gucken ja auch ständig immer in so Tierbücher rein und es ist bestimmt jetzt richtig cool für sie, dann die Tiere mal in echt zu sehen. Sie werden sich auf jeden Fall nachher richtig einsauen. Es wird überall Erdbeerflecken geben, aber so ist das nun mal, ne? So sieht jetzt die erste Box aus. Und die zweite flache Box sind jetzt diese Baby-Reiswaffeln. Leute, Fun Fact, ich liebe die übrigens selber auch. Auch als es Alia noch nicht gab, habe ich mir die immer geholt. Und dann habe ich die immer schon auf dem Rückweg nach Hause aufgefüttert. So, und in die größte Box kommen jetzt diese Mais-Flips. Die schmelzen wirklich einfach im Mund direkt weg. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich ein Räuber bin? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Hatte ich, glaube ich, von DM. Profissimo on Tour. Ja. So sieht es nämlich aus. Ready to go! Hatte übrigens mit Kind das Haus zu verlassen. Das ist echt nochmal eine andere Liga. Man muss wirklich an alles denken. Snacks haben wir, man braucht Wechselkleidung, Pampers, Feuchttücher, Wasserflasche. Übrigens Wasserflasche. Die Wasserflasche muss ich noch einpacken. Dann nehme ich noch so einen Fruchtbrei mit, Löffel, Lätzchen. Habe ich schon Wechselklamotten gesagt? Ich glaube schon. Ein paar Spielsachen. Jetzt aktuell so Beißring und so wegen dem Zahn. Reiseapotheke habe ich immer dabei. Leute, ich glaube, diese Trinkflasche hatte ich euch gezeigt, ne? Im letzten Video oder im vorletzten Video. Die ist von Action, die kostet 2 Euro, ist mega süß und finde die echt super. Alia mag das aus diesem Strohhalm hier zu trinken und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen für den Preis. Könnt ihr es ja mal ausprobieren, vielleicht mögen sie eure Kleinen auch. Und jetzt da, Leute, und es ist, glaube ich, proppenvoll. Ja, es ist Samstag, es ist gutes Wetter, es ist ja auch ein guter Ausflug. Nee, ich habe eine Decke mit. Wirklich so voll. Es sind so viele Kinder hier und Familien. Wow. Kusch. Kusch. Flamingo. Nicht, dass er uns anspuckt oder so. Das wäre lustig. Denken, die kriegen Futter gerade, ne? Wir haben leider nichts mit, Leute. Ich weiß nicht, ob man von hier kaufen kann. Und bestimmt eigentlich, oder? Hallo. Hallo. Guck, guck. Oh, Sammy, also, sie will nicht. Da sind wir nicht mehr irgendwie. Ja, ja, sie so, guck, wie hübsch ich bin. Was er hier gerade macht, Alter. Entweder ihre Zähne sauber machen oder ihre Zähne jucken oder keine Ahnung, irgendwas macht sie auf jeden Fall. Leute, hier sind jetzt Ziegen. Da ist Cristiano Ronaldo. Nicht Messi, sondern Cristiano Ronaldo, der Goat.
Schreibt es in die Kommentare, ist das Ronaldo oder Messi? Es gibt auch richtig viele Aktivitäten, so wie Karussell, ja, so eine Bahn. Ist jetzt nicht riesig, ne, aber ist schon sehr schön, muss man sagen. Video, wo der einen in den Kopf beißt, wegschmeißt. Was? Ja. Ehrlich jetzt. Also immer, wenn ich so welche Tiere sehe, ne, denke ich direkt so an Löwen und dann ne, so Tiger und so. So ein Angriffmoment, so, wo die weglaufen und die Tiger oder Löwen hinterher, immer so an sowas denke ich direkt. Zack. Also Leute, Eden und Bella sind hochgeklettert. Ich weiß nicht, ob die jetzt runterrutschen wollen. Wir sind hier im Pavian-Gehege. Man kann dann hier runterrutschen. Aber ich glaube, die trauen sich irgendwie nicht weiter. Leute, ich bin ganz weit oben hier. Wir sind da unten und ich werde jetzt die Rutsche nehmen hier. Ich werde mit der Rutsche hier runterrutschen. Genau mein Ding, Alter. Alter, von hier oben ist wirklich so richtig so abenteuermäßig. Guck mal, wie es hier alles aussieht. Rutsche erstmal runter. Ich hoffe, ich bleibe nicht hängen, Digga. So Leute, zu Hause angekommen, Tierwelt vorbei. Ich habe mich umgezogen, Leute, ich fahre jetzt zu meinem Bruder in die Werkstatt bzw. in die Gruppe, was er in seiner Garage hat. Er ist gerade an seinem Auto beschäftigt. Wir schaffen heute auch, glaube ich, nur sein Auto, weil er schon 17, 19 Uhr. Der hat vorne schon ein paar Sachen getauscht. Jetzt muss man an der Hinterachse irgendwas tauschen. Das werden wir jetzt machen. Ich glaube, mein Vater ist auch jetzt da. Ja, das sind alles Layover-Vorbereitungen, Leute. Bevor man in die Türkei fährt mit dem Auto, nochmal schön alles abchecken, alles kontrollieren lassen oder alles kontrollieren am Auto, was gemacht werden muss oder noch ja, was noch ansteht. Und dementsprechend dann alles machen. Das sind quasi so die letzten Wochen vor Sulayolo und deswegen hat man auch so ein bisschen so Stress, dass man alles so schaffen muss bis dahin und so. Deswegen, die letzten Wochen werden auf jeden Fall ein bisschen stressiger. Egal. Das Wichtigste ist, Leute, Teile hinfahren und Teile wieder zurückkommen. Das schreibt mal in die Kommentare, wer von euch so Sulayolo macht. Dies Jahr und wann. Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß. Bin gespannt, Leute. An meinem Auto muss auch Querlenker gemacht werden. Die hintere Feder muss gewechselt werden, die ist gebrochen. Ich war letztens beim TÜV, weil das Auto hat kein TÜV mehr. Der TÜV ist abgelaufen seit März. Was? Hat er irgendwas gesagt? Ich habe alles bestellt, liegt alles im Kofferraum, muss noch ausgetauscht werden. Das machen wir dann. Vielleicht morgen oder erst nächste Woche, mal gucken. Lasst unbedingt ein Abo da, damit ihr das Sulayolo nicht verpasst. Sulayolo Video, Leute, sage ich jetzt schon mal voraus. Es wird gemischt sein. Also wir werden teilweise Türkisch reden, teilweise Deutsch. Also so eine Mischung wird das halt. Weil das Video, das Sulayolo Video, schauen sich sehr viele Türken an. Die, sage ich mal, aus Frankreich kommen, aus Holland kommen, aus der Türkei kommen. Ne? Deswegen, die wollen auch so teilweise so das Video verstehen. Ne? Ist auch verständlich, meiner Meinung nach. Wir machen ja hauptsächlich nur deutsche Videos, aber die Sulayolo wird so ein mischsprachiges Video. Das war's. So, da sind die schon am Machen, Leute. Wir sind inzwischen wieder zurück. Alja fehlt auf jeden Fall heute noch ein bisschen von ihrem Mittagsschlaf, deswegen bin ich jetzt mit ihr spazieren, in der Hoffnung, dass sie noch mal einen kurzen Nap macht. Und ich gehe kurz zur Drogerie und werde ihr ein neues Fieberthermometer kaufen. Ich brauche ein Fieberthermometer für die Stirn, damit ich auch in der Nacht das so ein bisschen überwachen kann, ohne sie halt zu stören. Ich weiß, dass sie ein bisschen ungenauer sind, aber ja, besser als gar nicht auf jeden Fall. Diese Dinger muss man austauschen und das Ding, die Schraube ist hier fest.
trotzdem muss man die Korbe oder die Buchse da innen drin weglegen. Das ist so eine Krankheit quasi nach einer Zeit, dass das so fest, dann kann man keine Spureinstellung machen und so. Das versuchen wir zu lösen und das Bild. So Leute, Ali ist zum Glück noch mal eingeschlafen. Ich habe die Zeit genutzt und schnell Hähnchen geschnitten und angebraten. Ich habe Süßkartoffeln geschält und schon mal geschnitten. Die werde ich nachher in den Backofen schmeißen, werde ich davor noch mal marinieren. Brate jetzt noch Kichererbsen an und habe noch einen Curryreis vorbereitet, der gerade köchelt, damit alles für unsere Bowl später ready ist. Und genau, wenn Alia gleich wach ist, spiele ich noch mal eine Runde mit ihr, ein bisschen kuscheln. Dann mache ich sie langsam bed ready und hoffe, dass sie dann heute in Ruhe schlafen kann. Und genau, wenn Alia dann schläft und er dann aus der Werkstatt wieder zurück ist, essen wir dann eine leckere Bowl, zeige ich euch dann auch noch, wie ich es zubereite. Die Sonne blendet gerade extrem. Ich konnte das gerade alles nicht mit aufnehmen, weil ich einfach jetzt jede Minute nutzen wollte. So Leute, die Seite haben wir jetzt ausgetauscht, komplett neu. Cezo ist auch jetzt am Start. Slayola 24, bist du bereit? Normal, Dicker! Wir haben unsere T-Shirts wieder bestellt, Leute, dieses Jahr wieder. Diesmal eine andere Farbe, genau. So, die Seite haben wir ausgetauscht, ne? Festgezogen, alles schön. Peran und so drin. Jetzt machen wir die Seite. Alias neues Hobby ist Treppen hochlaufen und deswegen treffen wir uns mehrmals am Tag hier auf der Treppe. Sie klettert hoch und wir folgen ihr. Unten sind wir durch. Wir machen jetzt noch einen Motorölwechsel, Filterwechsel und nochmal Zündkerzenwechsel. Dann ist das Ding ready. Okay, wir sind jetzt durch. Alles gewechselt, alles repariert. Ab nach Hause. Und dann gibt es einen leckeren Bowl. Es ist jetzt 22 Uhr geworden. Mein Auto haben wir jetzt nicht geschafft oder machen wir jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich morgen oder erst nächste Woche oder so.